Willkommen zu einer weiteren Folge von Dragensong Online. Ich glaube, die werde ich heute nicht mehr fertig machen. Hab zurzeit so keinen Bock auf das Spiel. Allein schon wegen der Daily. Da die echt wirklich wie vorher. Wusste ich eigentlich schon vorher, dass sie halt 10.000 von Perlen braucht. Wie viel habe ich denn? Ja, 4.000, das reicht nicht ganz. Es reicht bis. Ja, vielleicht bis zum Beuten eben. Wahrscheinlich nur bis hierhin. Das heißt nochmal, das alles, was ich bis jetzt erfarmt habe, bis ich hier gelangt bin. Es ist wieder so viel Aufwand für so gut wie nix. Ich will es eigentlich nur wegen dem Pet machen, weil ich will das Pet eigentlich mal haben, damit ich Pets, glaube Schurken, vielleicht irgendwann mal diesen komischen Widerstandszeug habe, weil das Pet eigentlich gar nicht so schlecht ist, wie es aussieht. Deswegen eigentlich das wieder, ich bin gezwungen, die unbezwingbare Event kommt wieder im März wahrscheinlich. Und es wird ja wahrscheinlich keinen Ertrag mehr geben. Deswegen muss ich meine ganzen Eingänge, die ich noch habe, verbraten. Ich will auch noch Draken erfahren. Was ich festgestellt habe, ist, dass ich auf jeden Fall genügend für den Ring haben muss. Und am besten auch für den Kopf. Weil ich werde wohl mit den Run-Speed-Schuhen erstmal weiterlaufen, bis ich halt meine Lebenspunkt-Schuhe gecraftet habe. Nichtsdestotrotz will ich trotzdem noch 1200 haben. Weil ich glaube, das werde ich eh nicht mehr erreichen, weil ich bin halt einfach keinen Bock. Hier die Challenge ist schon wieder. Pff. Da habe ich schon wieder wirklich kaum Motivation, wirklich das Spiel jetzt wieder zu spielen oder überhaupt weiterzuspielen oder sonst was. Allerdings noch was Unglaubliches passiert während des letzten Neumond-Events, was mir sogar da relativ viel Spaß gemacht hat. Und ich wollte das Event auch zu Ende spielen, aber es hat einfach die Zeit gefehlt. Das kam einfach unheimlich unpassend. Mir ist nämlich ein Hexensucher-Gürtel gedroppt. Natürlich halt mit Minimalwerten, wie soll es anderes sein? Ich habe dann halt, keine Ahnung, 13 Amphoren-Schlüssel halt ausgegeben. Und hatte das Glück, beim 13. Mal ist mir einer gedroppt. Ich dachte mir dann so, ja, und wie es der Zufall es so haben möchte, hat der jetzt noch Minimalwerte. Ich guck drauf. Ja, so in etwa. Nur zum Vergleich, um das zu zeigen. Hier haben wir Blackborg. Sagen wir 900, 1100 und 55 Schaden. Ist hier einfach mal 3. 55 Schaden. Quasi Minimalwert 1100. Okay, Lebenspunkte ist okay. 900 Widerstandswert. Ja. Für mich sind das halt einfach Minimalwerte. Aber da man auf diesem Set eh nur auf Damage geht, könnten das auch quasi alles Nullwerte, bis auf vielleicht Schaden. Also müsste man nur auf Schaden gucken. Da das Set ja nur offensiv gut ist. Defensiv kann man das komplett vergessen. Und wer mich kennt und ich eher weniger Bock auf PvP hab, wird mein Set nicht wirklich auf PvP ausgerichtet sein. Deswegen gehe ich eher auf Defensive. Deswegen interessiert mich das eher wenig. Trotzdem will ich ein PvP-Set haben. Einfach damit man es hat. Eigentlich genauso das gleiche wie mit dem Tankset, aber mit dem Tankset habe ich absolut keinen Bock, das zu machen, weil ich will ja. Deswegen spiele ich ja Zweihand Death, damit ich alles solo allein machen kann. Wann ich will, wo ich will. Wann ich will, wo ich will. Und solange ich will. Obwohl, solange ich will, geht nicht. Man braucht einen Teil einfach Essenzen, die man nachher auch nicht hat. Weil die immer noch rausgehen. Ja, aber unglaublich, aber war es mir, ist mir geschafft, dass mir ein Gürtel droppt.
Gürtel droppt. Ja, jetzt halt gibt es mittlerweile diese Tränen der Irrelevanz. Wie gesagt, die Effekte sehen halt einfach nicht gut aus. Bis auf diese eine, wo ich sagen musste, der war echt nice. Aber der Rest, besonders der Herold-Effekt, ist halt echt schade. Und viele, die mich immer noch anschreiben, ist so: Ja, warum trägst du eigentlich Q4-Set und nicht Q7-Set? Ja, da kommt gleich erstmal ein Beispiel. Obwohl, es kommt jetzt eigentlich vom Timing her unpassend. Das hätte ich auch dann ansprechen können, direkt, wenn ich das Beispiel halt zeigen kann. Und nicht so jetzt erstmal drüber labern und dann es zeigen. Ich mache jetzt noch einen Biatchwand, damit ich zumindest 10 Veredler bekomme, damit der Tag nicht komplett in die Hose läuft. Aber das Spiel zerstört sich selber. Dragon der Verfluchte. Was ich auch noch erfahren wollte, war halt die ganzen Maps und die Truhen zumindest. Boah, aber da ist noch so viel zu farmen für nichts und wieder nichts. Also dann kommt irgendwann die Erweiterung in 2 Monaten, die niemand haben wollte. Und dann ist eh wieder alles für die Katze. Das ist ein guter Wert. Nehme ich, behalte ich mal auf. Da war ja bei Level 50 ja nicht anders. Da war ich ja wirklich noch kurzer vorm Ende. Beziehungsweise hier bin ich ja so gut wie nix. Ich bin ja noch mitten im Game drin. Ich habe ja quasi noch nichts erreicht. Und bei Level 50 war ich wirklich so nahezu kurz vorm Ende. Ich hätte nur noch die Waffe fertig haben müssen. Und halt gewiss Glyphen und dann halt noch Steine so. Aber für mich war das so, schon so gut wie gegessen, die Level 50 Erweiterung. Und hätte am liebsten mal was zu Ende vervollständigen, aber nö. Dann wurde das dann halt nichts. Also meine Versus, hier mit die Abstimmung, soll ich ein Madden NFL Let's Play machen? Sieht mittlerweile so aus, dass irgendwie 18 oder 14 gestimmt haben für Nein oder 12 gestimmt haben für Nein und 2 für Ja. Das heißt, ich werde wohl mal ein Madden Let's Play bringen. Oh, guck mal, wir haben sogar jetzt eine Träne bekommen. Die sind ja nix wert, Alter. Haben wir jetzt 10 Veredler bekommen? Eventuell farme ich noch die paar hundert Mobs oder auch nicht. Hab ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock mehr drauf. Mal sehen, ich werde jetzt schlafen gehen und hoffen oder auch nicht hoffen. Mal sehen, ob ich die Challenge noch bis hierhin spiele. Weil die Rune, die braucht, die ist auch so unnötig wie. Kacke am Schuh. Soweit ich weiß, habe ich auch nur eine davon noch, oder? Ja, wie gesagt, Kacke am Schuh. Man bekommt auch nur noch eine, oder? Ja. Also wirklich brauchen tue ich denn dann die dann auch echt nicht. Ich glaube, 5100 wäre sogar noch drin, die bei Zeiten voll zu kriegen. Ja, tschüss.